Einige Zeit ist vergangen und hat sich ein bisschen was getan. Hier ist immer noch die Vitrine mit den Spinnenhäutungen und mal alles ein bisschen zusammengeräumt. Hier die Elektrik, da Deko, Zeug, bla bla bla. So, hier das Racksystem ist jetzt nicht mehr leer, sondern komplett voll. Drei Würfe gehabt. Einmal Nominatwurf. Können wir hier mal gucken. Über. Sehr schöne Zeichnung haben die alle. Ja, die waren ja das letzte Mal, also bei meinem anderen Video mit den Babyboas. Da sind die ja schon drauf. Allerdings gab es dann noch einen Salmonwurf mit meinem Kumpel zusammen. Possible Super Salmon. Schöne Schmetterlinge. Die werde ich behalten, dieses Weibchen. Und das ist das Männchen dazu. Richtig geiler Kontrast. Schön rot schon. Bin gespannt, wie sie werden. Dann hier meine Oberzicke. Die wahrscheinlich gleich beißen wird. Allein nur schon vom Gucken. Double Head Sunglow. Ja. Ich habe mir immer wieder mal die pissigsten rausgesucht. Naja, was soll's. Hier oben ist immer noch. Oh, ich weiß nicht, ob das letzte Mal schon da oben war. Nein, war er nicht, glaube ich. Schon eine Weile her. Salmonbock. Abartig. Schöner Zeichnung. Finde ich. So. Ja, ja, machen wir wieder zu. Genau. So, Ruhe ist. Dann hier. Das Terrarium ist auch neu gemacht. Das alte Terrarium, wo der Salmonbock früher drin war. Alles neu gemacht. Und hier auch mein neuer Albino. Ja. So. Leider gerade wieder in der Häutung. Nicht so schön, aber der ist jetzt immer noch. Obwohl er. Scheiße. Ja, immer noch wunderschön. Pastellbock. War schon da. Hier oben wieder die Spinnen. So, und hier, das war auf dem alten Video auch noch nicht. Sind jetzt statt diesen zwei hier unten, sind jetzt auch noch zwei aus derselben, mit derselben Größe oben drauf gekommen. Hier haben wir noch ein trächtiges Weibchen, die Destiny. Sieht man vielleicht gar nicht so gut hier jetzt, aber die ist hochschwanger, würde ich mal behaupten. Ich warte eigentlich jeden Tag drauf. Hier nochmal meine Sunny. Ist immer noch so geil, aber noch sehr dünn vom Werfen. Und hier unten, auch in der Häutung, die Cora Salmon Weibchen. Ja, ein bisschen was hat sich auf jeden Fall getan. Viele Babys bekommen. Top. Ich find's geil. Hier nochmal so eine Frontalansicht. Das sind 33 Boxen, teilweise doppelt belegt. Ja, bei den anderen muss ich dann zur Gruppenhaltung übergehen. Aber wird klappen. Ich hoffe, es gefällt euch. Tschö mit Ö.